In den letzten paar Videos habe ich versucht, die Ad-Font-Face-Regel zu beleuchten. Mit der Ad-Font-Face-Regel ist es möglich, über das Stylesheet Webfonts in eine Website einzubinden. In meinen bisherigen Beispielen waren die Webfonts am gleichen Ort gespeichert wie die Website. Man sagt zudem Self-Hosted Fonts. Und jetzt möchte ich zeigen, was fremd gehostete Fonts sind, also Fonts, die nicht am gleichen Ort gespeichert sind wie die Website, sondern die von einem Server kommen, vom Server eines Schriftanbieters. Ich mache das am Beispiel von Google Fonts und von Adobe. Hier bin ich auf der Website Google Fonts. Ich suche nach Steve Matteson. Das ist ein interessanter Typ, der hat dazu mal die Arial gezeichnet oder war zumindest involviert. Es gibt neuere Publikationen von ihm, unter anderem die Open Sans, eine der meistverwendeten Schriften in den letzten Jahren im Web. Aber es gibt hier auch einige obskure, aber interessante Schriften, zum Beispiel die Arimo, die deckungsgleich mit der Arial läuft. Die Cousine ist deckungsgleich mit der Courier und die Tinos deckungsgleich mit der Times. Das ist der einzige Grund, warum ich die jetzt auswähle. Es ist mir einfach nichts Besseres eingefallen, weil ich hier ja sowieso schon die Times habe, wähle ich jetzt die entsprechenden Schnitte der Tinos, also Regular und Bold. Kursive brauche ich auch. Also, ich mache das etwas größer. Ich brauche Regular, Italic und Bold. Und hier habe ich so eine Art Warenkorb und jetzt könnte ich das herunterladen oder oben rechts auf Embed klicken und dann kriege ich solche Code-Snippets, die ich copy-pasten kann. Es gibt zwei Möglichkeiten. Link, das ist ein Tag, den ich im Head des HTML-Dokuments platzieren kann. Und @import ist eine Zeile, die ich zu Beginn meines Stylesheets platzieren kann. Es kommt aufs Gleiche heraus, welches das du wählst. Und hier unten steht dann noch, wie dass man im Stylesheet einstellen muss, dass diese Schriftfamilie verwendet wird. Ich kopiere also zuerst diesen Abschnitt und füge den in meinem HTML-Dokument über dem Stylesheet ein. Das ist wichtig. Wenn es nach dem Stylesheet kommt, dann ist es zu spät, dann wird schon der Fallback-Font verwendet. Also es muss eingesetzt werden, bevor die Stylesheet-Regeln gelesen werden. Dann speichere ich dieses Dokument ab und dann brauche ich noch das hier und das kommt dann ins Stylesheet. Ich wechsle hier noch auf mein eigenes Dokument, mache das etwas kleiner und dann füge ich das hier ein, vielleicht gleich hier. Also es gibt hier noch einen Fallback auf eine beliebige Serifenschrift, wenn ich das speichere, funktioniert das schon tipptopp. Also es ist jetzt auch nicht nötig, hier noch zusätzlich anzugeben, welche Schriftgewichte und Schnitte in welchem Zusammenhang gebraucht werden müssen, weil die Überschriften und was zwischen Strong Tags steht, das wird automatisch fett ausgezeichnet. Und wenn ich hier diesen Link
anschaue. Es ist etwas schmal. Man sieht hier, dass die Gewichte angegeben werden innerhalb dieses Links, den Google einem automatisch generiert. Also der Normalschnitt ist dabei 400 und 700 ist der Boldschnitt. Und für den Rest reicht es, dass die Familie angegeben wird im Style Sheet. Dann wird das hier richtig ausgezeichnet. Ich versuche hier die Spaltenbreite wieder einigermaßen auszugleichen. So, also das ist, wie man Google Fonts einsetzt. Es ist ziemlich leicht. Das erklärt wohl auch den Erfolg von Google Fonts, dass es so einfach ist, Schriftfamilien bei Google sich auszuleihen und zu verwenden. Wenn du den Quelltext anschaust, wenn du solche Google Fonts verwendest, diesen Link von Google anklickst, dann kommst du auf ein Stylesheet mit ganz vielen Ad-Font-Face-Regeln für alle möglichen Schnitte dieser Schriftfamilie. Und dieses Stylesheet liegt, wenn du hier die Adresse anschaust, dieses Stylesheet liegt bei Google. Also das heißt, der Link im Quelltext hier, der führt schon auf einen Server von Google, wo auch, also wo einerseits ein Stylesheet mit all diesen Ad-Font-Face-Regeln abgelegt ist und wo auch diese Fonts liegen. Also das heißt, die Webfonts werden von Google gehostet und nicht von meinem eigenen Server, sondern erst beim User auf dem Endgerät werden die Komponente Website und Fonts zusammengefügt. Man sagt zudem fremd gehostete Webfonts im Gegensatz zu selbst gehosteten Webfonts, also Fonts, die du herunterlädst, einkaufst und dann selber auf dem Server hinterlegst, den du für deine Website verwendest. Jetzt mache ich gleich noch das Beispiel mit Adobe. Es ist im Grunde genommen dasselbe, nur dass dort der Ablauf, der Prozess ein kleines bisschen anders konfiguriert ist als bei Google. Ich lösche den Link zu Google, zu den Google Fonts noch einmal und speichere das ab. Den Quelltext hier schließe ich. Und auch die Google Fonts Website brauche ich nicht mehr. Hier bin ich auf fonts.adobe.com. Es gibt hier so Tags. Ich habe hier Funky ausgewählt und sehe hier schon lustige Schriften und hier ein altes Schlachtross, das ich gleich ausprobieren möchte. Eine Emigre-Schrift. Ich habe sie hier bereits aktiviert, weil ich es vorhin schon ausprobiert habe. Es ist aber eigentlich nicht nötig, das zu tun, sondern ich kann hier oben rechts gleich auf zu Webprojekt hinzufügen klicken. Dann kann ich auswählen, welche Schnitte das ich hinzufügen möchte. Und ich muss hier einen Namen geben für ein, also entweder kann ich ein bestehendes Projekt auswählen oder ich muss ein neues erstellen. Projekt ist hier eher virtuell zu verstehen. Das ist einfach der Name, mit dem bei Adobe die Fonts irgendwie in Verbindung gebracht werden. Ich klicke hier auf Neues Projekt erstellen und gebe einen Namen, Font, Test, und sage Erstellen. Und dann kriege ich auch hier
einige Snippets, die ich copy-pasten kann. Also auch hier dieser Link, den ich in mein HTML-Dokument pasten kann. Oder ich könnte ja hier jetzt vollständigkeitshalber noch diese Add-Import-Regel verwenden. Auch das gibt es bei Google Fonts. Und diese kommt nicht ins HTML-Dokument, sondern das ist CSS-Syntax. Und diese Add-Import, dieses Schlüsselwort Add-Import, das hat nichts mit Fonts zu tun, sondern es ist möglich, damit ein Stylesheet in ein anderes Stylesheet zu importieren. Und hier importiert man ein Stylesheet, das vom Adobe Server gehostet wird. Ein Stylesheet beim Adobe Server kommt in unser eigenes Stylesheet rein. Diese Adresse hier, typekit.net, das ist der Font-Server von Adobe. Und dann kann ich hier auch solche Regeln copy-pasten und damit meinen Text formatieren. Das erste hier ist der Boldschnitt mit einem Schriftgewicht von 700. Ich schreibe jetzt hier eine Regel für alle Überschriften und fett ausgezeichneten Texte und paste das hier rein. Da kommen etwas Leerzeilen mit. Dann mache ich noch eine weitere Regel für normalen Text. Und da kommt das rein. Und dann, bevor ich speichere, hole ich das zurück. Toll! Also auch mit Adobe ist es sehr leicht. Die Frage, welche Schriftfamilien bei Adobe angezeigt werden und welche nicht, hat damit zu tun, pardon, jetzt bin ich zu weit zurückgegangen, die Frage, welche Schriftfamilien du bei Adobe siehst und welche nicht, hat damit zu tun, was für ein Abonnement du bei Adobe hast. Also wenn es ein Abonnement mit kleinem Umfang ist, dann sieht man nur Basisschriften und wenn man mehr bezahlt, dann hat man hier die größere Bandbreite.